Hi Leute, Strip Mining mit Bots. Das heißt, wir wollen jetzt mal kurz gucken. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ein kleines Programm geschrieben und das ist das Programm. Und ich roll hier mal runter, das ist nicht so viel. Und man muss diese Dinger vorbereiten und sie brauchen einen Block Gold, einen Diamanten und einen Meseblock im Inventar, weil irgendwie Energie hergestellt wird. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Wir starten einfach mal diese. Das ist jetzt 10, das ist 11, das ist 12 und das ist 13. So. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir die irgendwie einfach mal starten und gucken, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt einen Testlauf, ich habe es noch gar nicht getestet vorher. Können sagen, dass ich das alles nochmal neu aufzeichnen muss. Wollen wir mal gucken. Start. Start, Start und Start. Und schon sind sie dabei, abwärts zu gehen und jetzt richtige Löcher zu graben. So, die Dinger sind so aufgestellt, dass sie sich gegenseitig praktisch überall sehen, was gemeint wird. Das heißt, der sieht nach hier und nach dort. Also die sind natürlich alles zur selben Zeit. Also sie gehen jetzt hier, die sind alle in diese Richtung rausgesprungen, die Roboter, und fangen jetzt hier an, irgendwie ziemlich ziemlich tiefe Löcher zu buddeln. Und ich weiß nicht, wann das irgendwie aufhört. Wir gucken uns doch mal an, was hier irgendwie sich sammelt in der Storage von den Dingern. Normalerweise, jetzt momentan, sammelt sich vor allen Dingen Cobblestone, aber hier kommt schon das erste Iron, da kommt schon ein bisschen Kohle. Und die minern letztendlich alles, was da ist, was hier unterliegt. Wir sind jetzt hier schon irgendwie bei 345 Metern. Und diese Löcher minern wir jetzt einfach mal dicht. Jetzt gucken wir mal, wie tief das geht. Keine Ahnung. So, der hier hat. Oh, der hat irgendwie jetzt auch schon ein bisschen was. 24. Man kann es immer sehen an dem Gravel, ob die irgendwie weiter sind oder nicht. Es könnte sein, dass sie irgendwann stehen bleiben. Das ist durchaus möglich. Deswegen, ich habe das nicht. Hab ich normalerweise 30, 31. Na, hier sehen wir, der läuft irgendwie weiter. So, die funktionieren. Also der irgendwie meinert ganz friedlich nach unten, hat auch schon ein paar Diamanten, hat schon den Diamanten gefunden. Und so kann man irgendwie mit Robotern, wenn man jetzt ein paar mehr davon hat, prima irgendwie abminern. Ich werde das Programm dort reinpacken. Das läuft natürlich irgendwie bei Minecraft genauso. Da ist ja kein großer Unterschied. Hier fangen die Roboter fangen an, auch noch was zu sagen dabei. Ich hoffe, dass das geht. 33. Es könnte sein, dass die jetzt irgendwann aufhören zu vorwärts zu gehen, weil sie auf mich warten, weil sie zu weit weg sind von mir. Das kann durchaus passieren. Das kann sein. Möglich. So, deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich schummel jetzt mal. Jetzt müssen wir jetzt eine Leiter nehmen und hier irgendwie, wenn man nicht fliegen kann, eine Leiter nehmen und da irgendwie. Jetzt machen wir mal Licht an, dass wir hier ein bisschen was sehen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer, tiefer, tiefer. Ist irgendwie zusammengebrochen hier. Was ist das denn? Mist. Okay, ich muss mal wieder nach oben. Anderes Loch. Das geht ja gar nicht. Also die gehen nur 30 Meter tief und dann hören sie auf. Es sei denn, dass man sich einfach auf sie draufstellt und mit ihnen runtergeht. Das geht dann. So, das können wir jetzt gleich mal zeigen. Und dann bleiben sie nämlich an einem dran. So. Und jetzt stelle ich mich einfach drauf und lass mich irgendwie runtertragen von denen und das Loch wird irgendwie immer tiefer. Man sollte natürlich, wenn man sowas macht, auf jeden Fall Leitern mithaben, wenn man wieder raufkommt oder so. Und diese Löcher können sehr, sehr tief reingehen und das ist jetzt irgendwie schon ein ziemlich guter Strip. Und man sieht, die anderen Roboter sind hier gleich in der Nähe. Man könnte natürlich jetzt viel mehr machen und jedes Mal, wenn er was findet, minert er hier was. Und da das alle machen, irgendwie ist es jetzt optimal am
Also er geht jetzt optimal rein. Das ist optimaler geht's nicht. So, das heißt, die werden praktisch mit minimalen Ressourcen werden jetzt maximal welche erkannt. Das heißt, wenn man ein Loch bohrt, dann hat man irgendwie mit jedem Dig, das man, mit jedem Graben, das man macht, bekommt man natürlich fünf neue aufgedeckt, die man sehen kann. Und er guckt, ob das irgendwie was ist. Außerdem guckt er, ob einige von den Sachen gefahren sind, also zum Beispiel Luftlöcher. Dann fängt er sie an zuzumachen mit Kobbel oder wenn das Lava ist oder Wasser, dann irgendwie macht das normalerweise auch zu. Die Roboter selbst sind dagegen gefeit, also da passiert ja normalerweise nichts. Und hier sieht man irgendwie immer, wenn Kobbel da ist, dann hat er irgendwas gefunden und hat das sofort gestopft. Das heißt, er macht irgendwie immer ein sauberes Loch. Und da geht es jetzt irgendwie wirklich so Strip-Mine-mäßig in die Tiefe. Und wenn irgendwann größere Mengen kommen, dann ja. Das sollte aber auf jeden Fall irgendwie funktionieren. So. Und ja, ich denke, das ist eigentlich auch schon irgendwie das, was ich zeigen wollte. Irgendwie ein kleines Programm. Ich packe das gleich mal unten in die Beschreibung, damit ihr das habt. Und es gibt außerdem, werde ich ein. Also ich habe ein Bücherregal, wo ich alle Programme innerhalb von meinem Test reinpacke, was ihr euch irgendwie reingucken könnt. Wenn ihr hinten hingeht, irgendwie in der Schmiede, da hinten links ist ein Bücherregal und da sind Bücher drin. In den Büchern sind die Programme, die ich hier zeige. Die könnt ihr euch dann rausnehmen, rauskopieren und in-game benutzen. Und dieses Kopier kommt ja auch noch mit rein, ganz klar. Die untere Reihe der Bücher sind die Sachen, die ich hier vorstelle. Die obere sind Sachen, mit denen ich selbst rumgespielt habe. Ja, also das funktioniert hier schon ganz gut. Wie gesagt, da werden auch Diamanten gefunden und so weiter und so fort. Wir sind noch nicht sehr tief. Das sind erst 400 Meter. Ich habe das vorhin ausprobiert auf dem Testserver. Da bin ich dann irgendwie 2300 Meter tief gewesen. Das dauert aber eine ganze Weile, das wollen wir jetzt nicht irgendwie euch antun. Wir sind jetzt bei 7, 8 Minuten. Ich denke, das reicht auch. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich starte mal nach oben. Und das ist jetzt schon irgendwie einiges an Strecke, die ich hier zurücklegen muss. Ah, immer nicht aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenfliege, wenn ich das mache. So, da komme ich hier an. Und da kann ich jetzt mal gucken, was ist hierbei rübergekommen. Das ist, jo, also einiges. Mese habe ich gefunden, Kupfer, Gold, Diamanten. Ebenfalls ein bisschen was. Und ich habe extra diesen Platz hier genommen, weil das irgendwie ganz gut aussah. Und jetzt geht er natürlich nicht weiter, weil ich nicht hier unten mit dabei bin, ne? Ist klar. Das heißt, man muss da mit dabei sein, muss da irgendwie runtergehen, weil er hat eine Reichweite von 50, 60 Meter oder 32 Meter, glaube ich. Und hier sieht man, dass er dann irgendwie eine Menge Cobblestone erzeugt. Aber hier ist eine ganze Menge Gold und. Das ist irgendwie alles schon ganz nett. Die warten übrigens jetzt unten drauf, dass ich irgendwie wieder runterkomme. Und dann würden sie weitermachen. Jetzt könnte man natürlich den ganzen Boden mit den Dingern hier pflastern und den ganzen Kram hier stripminern. Wie ihr seht, die liegen jetzt in so einem, die liegen in so einem Muster. Das heißt, der machte diese beiden, also diese vier und der hier macht diese vier und geht damit praktisch genau in die Löcher rein, die der andere lässt. Und das heißt, damit irgendwie können wir wirklich alles, also der gesamte Bereich hier ist komplett ausgemeinert damit. Das ist schon ziemlich effektiv gewesen und mit minimalem Aufwand eigentlich habe ich irgendwie maximal rausgeholt. So, jetzt stoppen wir die einfach mal. Das reicht jetzt. Das sind irgendwie, ich glaube, irgendwie 100 Meter Tiefe. Und das sollte eigentlich reichen. Das kann man natürlich irgendwie schön alles automatisieren, dass die gestartet werden oder so, dass man sie aufstellt und dann automatisch startet oder so. So, und das war schon ganz nett. Wir könnten jetzt bin ich irgendwie so vollgeladen mit irgendwelchem Müll, dass ich natürlich irgendwie den ganzen Kram nicht mit an mich nehmen kann. Aber ich lasse das einfach mal unten stehen.
und springe mal kurz zurück. Und obwohl andererseits, wie viel Platz habe ich noch? Na, ein bisschen kann ich ja mitnehmen. Also, so Mesekristall ist ganz gut. Oh, ich habe einfach viel zu viel Müll da. Ich muss einfach wirklich nach oben. Ich müsste hier unten jetzt so eine Station aufbauen, wo ich praktisch die Sachen einfach automatisch nach oben transportieren kann, die hier abgebaut sind. Und den Rest lasse ich hier unten vergammeln. Also so den Schrott, den lässt man dann irgendwie einfach da. Und dann kann man irgendwie hier irgendwie automatisch dieses Mining vorwärts treiben. Übrigens, wenn man das jetzt nochmal startet, dann gehen die sehr viel schneller abwärts. Das heißt, sie fangen dann wieder an, dort weiterzumachen, wo sie vorher waren. Das wird sich natürlich lohnen, wenn man da sich hier gleich den ganzen Raum irgendwie mit dem Kram voll macht und den ganzen Kram dann praktisch schon so ausminert. Das ist irgendwie dann ganz praktisch. So, gehen wir mal kurz nach oben wieder. Hier oben gehen wir mal Folgendes: Wir gehen hier rein und also ich war fleißig dabei. Das ist die untere, das ist die Wasserfabrik und hier habe ich praktisch diesen Eingang gebuddelt. Das habe ich noch händisch gemacht, weil ich irgendwie wissen wollte, wie sich das anfühlt, wie man da am besten irgendwie am effektivsten arbeitet und am effektivsten ist es tatsächlich nach unten zu buddeln, finde ich. Es gibt irgendwie eine ganze Menge Leute, die irgendwie so zur Seite buddeln oder sowas, aber das ist, ja, das finde ich nicht so praktisch und da sieht man, also da bin ich jetzt hier, das ist praktisch das ist praktisch die Art und das ist praktisch jetzt hier der Kram, den ich gemacht habe. Das heißt, aus meiner Wasserhallenfabrik bin ich hier runtergekommen, um den Kram zu machen. Gut, ich denke, damit sind wir auch durch. Ich packe das Programm unten rein. Ach so, ja, ich wollte dir nochmal zeigen, wo ich das Programm reinpacke. Das ist hier hinten. Das ist hier in diesem Bücherregal. Hier sind die Programme drin und hier nehme ich jetzt, also hier zum Beispiel kann man, jetzt bin ich irgendwie vollgeladen mit irgendwelchem Müll. Warte mal, ich muss mal irgendwie den Müll loswerden. Wo ist denn hier mal Mese? Na, Mese. Nee. Habe ich hier irgendwie hier Ores oder so? Irgendwo hatte ich was. Leaves, Mese. Mese, Lumpf. Genau, na, da kann ich die Kamera den Müll mal reinschmeißen, alles was ich nicht brauche hier. Ja, da ist schon einiges angefallen in der Zwischenzeit, also das ist irgendwie schon eine ganze Menge, irgendwie habe ich zusammengemeinert hier auf diese Art und Weise. Das ist natürlich nicht ganz fair und aber egal, es geht ja um das Programmieren. So, und wenn man jetzt hier irgendwie so ein Buch reinnimmt, dann kann man irgendwie dieses Buch angucken und sieht dann irgendwie, dass hier zum Beispiel diese Coroutinen, was vom letzten Mal da ist. Und jetzt nehme ich mir, lege ich das zurück, immer schön zurücklegen, pack den Kram hier rein, mach das einmal auf und pack den Stripminer hier rein. Sick. Robert, Stripminer. Und das Ding lege ich dann auch immer hier mit rein. So, und da könnt ihr euch das rausnehmen. So, das heißt, da könnt ihr euch das Programm rausziehen. Und ich glaube, dass ich da das irgendwie hier relativ leicht zu finden ist, packe ich das nicht unten in die Kommentare. Ihr könnt ja dann irgendwie auf dem Server das machen. Okay. Sollte auch übrigens genauso bei Minecraft funktionieren, da ist kein großer Unterschied. Und wir sehen uns nächstes Mal.